Insanity, meine Besten, hier ist euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Pokémon Gelbe Edition. In der letzten Folge sind wir über die Routen 24 und 25 gelaufen, haben die Nugget-Brücken-Herausforderung abgeschlossen, ein Nugget bekommen, das man für 5000, nicht für 2500, wie ich es gesagt hatte, Poké-Dollar verkaufen kann. Und sind jetzt wieder in Azuria City und eigentlich bereit, gegen Misty zu kämpfen. Aber ich habe vorher noch einige Dinge zu erzählen und das werde ich tun, während ich jetzt mal zurück zur Route 24 und 25 laufe. Ich habe die TMs, die wir gefunden haben, und das Nugget jetzt bereits verkauft. Außerdem noch so ein bisschen, was Tränke und Statusheilmittel angeht, aufgestockt. Einfach damit wir da gut gerüstet sind und wir können auf diesen Routen 24 und 25 noch ein paar versteckte Items finden. Und nebenher wollte ich dann noch auf den Glitch eingehen, von dem ich gesprochen hatte, den ich vergessen hatte, dann zu machen, beziehungsweise den ich dann nachher nicht mehr machen konnte. So, das hier ist ein Elixier, das wir an dieser Stelle finden. Ein Elixier füllt die Angriffspunkte für jeden Angriff eines Pokémon um 10 Punkte wieder auf. Also sozusagen ein mega fetter Super-Äther könnte man das Ganze bezeichnen. Und wo wir gerade davon sprechen, finden wir hier noch einen Äther und das also das Gleiche, aber nur für einen Angriff. Also zwei sehr nützliche Items, die wir uns am besten für das Endgame aufheben. Ja, davon ab wollte ich also einen Glitch geschehen lassen und dazu komme ich gleich, wenn ich unsere Items einmal kurz im PC gelagert habe, denn das ist so eine Sache, die ich nochmal ansprechen wollte. Wir haben also diese 20 Item-Slots in unserem Rucksack und mehr gibt es wirklich nicht. Also wir können maximal 20 verschiedene Item-Typen gleichzeitig im Rucksack haben. Deswegen hatte ich jetzt auch schon ein, zwei Sachen im PC dann gelagert nachher. Im PC von Marc, wie er in diesem Falle heißt. Das kann nervig sein. Also ich habe ja auch so ein bisschen das Ganze jetzt mal aufgeräumt. Also solche Sachen wie das Bootsticket zum Beispiel, die wir nur relativ kurz brauchen, die wollen wir auch schnell wieder loswerden. Und der Platz im PC selber ist auch limitiert. Das bedeutet, solche Sachen wie Tränke und so, wenn ihr merkt, okay, die brauche ich nicht mehr wirklich, das hilft einfach nicht mehr. Wenn ich Schaden wieder zurück reduzieren will, dann macht es mehr Sinn, Supertränke oder sowas einzusetzen. Dann solltet ihr entsprechend die Tränke einfach verkaufen, weil ihr, wie gesagt, im PC auch nicht unendlich viel Platz habt. Und so spart ihr also extrem viel und das ist ein bisschen nervig. Das ist so ein richtig doofer Punkt dieser Generation. Ja, aber davon ab, wie gesagt, wollte ich einen Glitch einsetzen. Und zwar war dieser Glitch dafür da, oder ist dieser Glitch so einzusetzen, dass man dadurch ein Pokémon bekommt, das man sonst in keiner der drei Editionen einfangen kann, das aber im Spiel vorhanden ist. So, also wir hätten dafür zunächst mal ein Abra gebraucht und theoretisch wäre wohl auch irgendein anderes Pokémon gegangen, das Teleport kann, das kann nur Abra. Rein theoretisch wäre wohl auch eine andere Attacke noch gegangen unter bestimmten Umständen oder auch Fliegen, das wäre sicherlich auch möglich. Aber ja, in der roten und blauen Edition könnt ihr also, sobald ihr ein Abra gefangen habt, diesen Glitch einsetzen. Ihr braucht diesen Trainer hier und würdet also, wenn ihr ein Abra habt, einmal abtesten. So, ich glaube, ab dem nächsten Schritt nach unten würde er zu sehen sein. Wir würden nach unten gehen, währenddessen Start drücken und jetzt hätte er uns theoretisch schon gesehen, aber die Sache ist die, er würde nicht merken, dass er uns gesehen hat. Das Spiel würde das noch nicht registriert haben. Wir könnten also Teleport einsetzen. Während wir Teleport einsetzen würden, würde er uns dann bemerken, aber nicht auf uns zugehen. Wir würden uns in das letzte Pokémon Center, also höchstwahrscheinlich nach Azuria City, teleportieren. Hätten wir das getan, würde das Spiel denken, okay, wir sind im Kampf. Das heißt, wir könnten das Menü nicht mehr öffnen und da müssten wir gucken, dass wir hier entlang gehen. Nicht gegen irgendeinen von diesen Trainern kämpfen, sondern gegen diesen Typen mit seinem Flagmon. Und wir müssten mindestens ein Feld von ihm entfernt stehen, also maximal hier, damit er auch einen Schritt auf uns zugehen kann. Ansonsten würde das Spiel einfrieren. Und dieser Trainer, dass ich den bekämpft habe, ist der Grund, warum ich den Glitch jetzt nicht mehr durchführen kann. Weil dieses Level 17 Flagmon einen Spezialangriff von, ich glaube, 21 hat. Das ist auf jeden Fall der einzige Trainer mit einem Pokémon, das genau diesen Spezialangriff hat. Obwohl, nee, ich glaube, ein Trainer, den wir heute noch bekämpfen werden, ginge theoretisch auch. Nur leider, ist das so ein bisschen doof und den muss ich leider vorher bekämpfen, bevor ich diesen Glitch dann wirklich aktivieren kann. Das ist das Doofe daran. Jedenfalls würden wir ihn bekämpfen, uns dann wieder zurückteleportieren nach Azuria City und dann
die Route 24 hier betreten von Azuria City aus und dann würde genau hier das Menü aufploppen und wir würden dann also einfach B drücken, um da rauszukommen und dann würde ein Pokémon erscheinen auf Level 7 in diesem Fall und dieses Pokémon wäre Mew und Mew ist also das Pokémon Nummer 151, ja diese Zahl 150, die war ja überall zu lesen, als Pokémon gerade hip und fresh war. Aber Mew war also das geheime 151. Pokémon. Ist ein Psychotyp, damit generell schon mal gar nicht so schwach, gerade in dieser Generation. Und hat davon abgesehen in jedem einzelnen Statuswert einen Basiswert von 100. Ist also sehr, ja, man kann es eigentlich so trainieren und züchten, wie man möchte. Es ist immer gut, egal was ihr aus ihm macht. Und ja, es lernt insgesamt 5 verschiedene Attacken. Pfund, Wandler, Mega-Hieb, Metronom und Psychokinese. Wandler ist eine Attacke, durch die Mew sich in ein anderes Pokémon verwandelt und sämtliche Attacken dieses Pokémon übernimmt. Und Metronom ist eine Attacke, die zum Beispiel auch Pipi lernen kann und die dann einfach zufällig aus allen Attacken, die es gibt, eine auswählt und diese dann ausführt. Ist also so ein bisschen ein Glücksspiel und eigentlich ja in der kompetitiven Szene nicht wirklich gerne gesehen oder nicht groß genutzt, weil es einfach zu random ist. Also ihr könnt wirklich von den mächtigsten Attacken bis hin zu Plattler von Karpalor alles haben. Ja, davon ab Lenz, also wie gesagt, Mega-Hieb ist eine sehr starke physische Attacke, die auch unser Brocken beherrscht, Psychokinese, also die stärkste Psycho-Attacke in dieser Generation und davon ab sämtliche TM und sämtliche VM, die es so gibt. Also es kann eigentlich ja fast alle Attacken lernen oder es kann eigentlich alle Attacken lernen und es kann jedes Pokémon sein, das es möchte und ja, Mew war ursprünglich, also super starkes Pokémon und Mew wurde immer nur durch Events eigentlich verteilt, aber durch diesen Glitch kann man es in der ersten Generation auch so fangen, was dann wieder sehr schön ist. Und ja, ansonsten also war es nur durch TM, nicht durch TM, sondern durch Events zu bekommen und deswegen hatten die meisten Menschen natürlich entsprechend kein Mew. Es wird auf Pokémon-Tagen und so vielleicht mal verteilt hier in Deutschland, aber sehr, 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 sehr selten nur. Das ist eine Sache, die ich nicht mag, wenn man Pokémon nicht richtig fangen kann, sondern sie nur durch Events erhalten kann. Heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil es dann eben auch mal, ne, diese Internet-Events gibt und so weiter. Ich habe jetzt mir zum Beispiel einen Hooper geholt in der 6. Generation, weil das jetzt wieder verteilt wurde. Aber vorher hatte ich das Ganze verpasst, weil ich dachte, ich habe keinen GameStop in meiner Nähe. Habe ich doch, das habe ich dann gemerkt, aber da habe ich mir halt nicht rechtzeitig die Codes geholt. Und dann dachte ich, ja, ist ja geil. Jetzt kriege ich dieses blöde Vieh wieder nicht einfach, weil, ja, weil es zeitlich limitiert verteilt wird. Und ich mag es mehr, wenn ich so ein Pokémon wirklich bekämpfen und fangen muss. Da wird so mein Jagdinstinkt geweckt, das macht mir mehr Spaß. Aber ja. Bei Mew muss man dazu sagen, das wurde wirklich ganz am Ende, nachdem dann die Debug-Tools entfernt wurden, hatten sie noch so 300 Megabyte Platz und haben gesagt, ja komm, dann packen wir noch eins rein und dann haben sie eben Mew genommen. Also eigentlich war es gar nicht geplant. Und der Satoru Iwata hatte damals in einem Interview gesagt, ja heute wäre das undenkbar, so vorzugehen. Also so spät in der Entwicklung würde man in keinem Spiel noch wirklich solche wichtigen Inhalte hinzufügen. Ja, soviel zu Mew, also super starkes Pokémon, wenn ihr es fangen wollt, so könnt ihr das Ganze tun. Es gibt auch noch so ein paar andere Möglichkeiten, den Glitch zu aktivieren, aber soweit ich weiß, braucht man also diesen Trainer oder einen anderen, gegen den wir in dieser Folge vorgehen werden, denn wir wollen uns jetzt noch der Arena von Azuria City annehmen, sobald ich die beiden Items weggetan habe, die wir eben bekommen haben, den Äther und das Elixier. Das hatte ich schon getan, wie mir irgendwie völlig entfallen war in dieser ganzen coolen Nintendo-Geschichte, über die ich gerade gesprochen habe. Und ja, gehen wir also in die Arena von Azuria City. Ich weiß jetzt gerade nicht, ist das hier das Schild dazu? Pokémon Arena Leiterin Misty. Die zauberhafte Arena-Leiterin wird sie genannt. Und ja, ich würde sagen... Nee, Tiny möchte ich gerne nicht ganz vorne haben, glaube ich. Dann nehme ich... Oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube doch, obwohl... Nee, wir brauchen, glaube ich, Pikachu vorne. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so super schlecht. Was hast du zu sagen? Warte, du Champion ins Spiel, ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Gut, dass wir ein Pikachu dabei haben. Ja, und dieser Trainer hier ist übrigens der, von dem ich meinte, dass man damit wohl auch den Glitch auslösen kann. Platsch, ich bin dein erster Gegner. Es geht los, ja. Aber wie gesagt, wir bräuchten dafür halt irgendwie einen Abra oder sowas. Und deswegen... wollte ich das Ganze jetzt nicht unbedingt machen. Aber wie gesagt, ihr wisst, es funktioniert, es ist da und
Dieser Typ hat ein Sepa auf Level 16, ist jetzt nicht das allerstärkste Pokémon. Im Gegenteil, Sepa ist tatsächlich noch ziemlich, ziemlich schwach. Und wird auch in der ersten Generation später nicht sehr stark. Ist eher so in Ordnung, ein bisschen mittelmäßig. Und in der zweiten Generation fängt es dann langsam an, wirklich abzugeben. Okay, Pikachu, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du das schaffst. Aber gut, wir müssen dazu sagen, es kann auch wirklich nur Donnerschock und das ist so ziemlich die schwächste Elektroattacke oder die schwächste Elektroattacke. Na, ich glaube inzwischen nicht mehr die schwächste Elektroattacke, aber damals war es die schwächste Elektroattacke, die es gab. Und jetzt kommt noch ein Mutlas und da wollen wir mal gucken. Ich liebe dieses Viech, das sieht einfach so witzig aus mit seiner Zunge, die es rausstreckt. Ja, aber wir sehen schon, das hat jetzt eher so den physischen Verteidigungswert und nicht wirklich die Spezialverteidigung von Sepa und deswegen geht es dann doch recht flott down und das war überhaupt kein Thema. Das darf nicht wahr sein, doch, das darf nur 80 Pokédollar, Alter, du hast ja wohl echt nicht viel dabei. Okay, andererseits, ne, ich würde jetzt auch nicht zwingend ins Swimmingpool Kleingeld mitnehmen und ich denke mal, Münzgeld ist dann wahrscheinlich wieder nicht so viel wert wie die großen Scheine. Misty muss warten, weil ich überlege jetzt gerade, ich würde auch kein Münzgeld in so einer Badehose mit ins Wasser nehmen, weil du hast ja keine Taschen und egal. Sie setzt ein Goldini ein, das ist jetzt auch nicht der stärkste der starken Wasser-Pokémon. Kann, glaube ich, eine Flugattacke auch, müsste Schnabel können. Und wenn es doof ist, setzt es das ein. Oh, wir haben es paralysiert, das ist immer sehr... Oh, es setzt Superschall ein und trifft auch noch damit. Ja, Superschall ist so eine ganz doofe Attacke, da möchte ich jetzt einfach doch mal auf Tiny wechseln, glaube ich. Einfach, weil ich es kann. Und weil... Ja. Und da sehen wir schon, ne, das ist immer richtig fair. Dann setzt es einfach... Ja, schon wieder Superschall ein, obwohl das eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat eben. Weil es hat uns ja schon verwirrt. Und wetten es jetzt wieder Superschall ein? Nein, es ist paralysiert. Aber es hätte Superschall eingesetzt. Das ist immer so das Problem bei dieser KI. Also, manchmal habe ich das Gefühl, die sind echt intelligent, weil sie die ganze Zeit nur so einen doofen Angriff einsetzen. Und ne, jetzt wechseln wir einfach wieder. Weil sie die ganze Zeit einen Angriff einsetzen und ich hatte es wirklich mal, dass mich ein Pokémon immer wieder eingeschläfert hat. Ich habe die ganze Zeit, habe ich einfach mein Pokémon wieder aufgeweckt und das ging über 20 oder 30 Runden so. Dann habe ich gesagt, nein, okay, jetzt warte ich, bis ich aufwache und dann funktioniert das hoffentlich. Ja, ich bin überwältigt, sagt die junge Dame. Du musst dich anderen Trainern stellen, um herauszufinden, wie gut du bist. Und ich möchte einmal kurz meine Pokémon heilen gehen und danach bekämpfen wir Misty. So, da sind wir wieder und ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Pikachu wirklich vorne haben möchte oder Tiny. Ich lasse Pikachu erstmal vorne. Vielleicht steigst du gleich nochmal im Level auf. Nein, ich möchte natürlich nicht speichern, so ein Blödsinn. Ja, reden wir mit Misty. Hey, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz vom Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Süßer? Ja gut, mit Bist du bereit, Süßer würde sie im Anime vielleicht nicht ankommen. Im Anime hat sie auch bis zur... Ja, bis zum Ende von Johto dann eine sehr prominente Rolle. Und dementsprechend hat sie hier auch ein neues Outfit bekommen, ebenso wie Rocco. Eigentlich trägt sie hier nur so ein Bikini zum Schwimmen und ja. Also jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir machen. Ich glaube, ich möchte erstmal Donnerwelle einsetzen, damit ich Sterno auf jeden Fall paralysiert habe. Sterno Level 18 mit Tackle und Aquaknarre und Mistys Team hat sich absolut nicht verändert im Vergleich zur roten und blauen Edition. Und ja, wir sehen also, sie hat ebenso wie Rocco zwei Pokémon, aber das Ganze ist jetzt nicht mehr ganz so schwer, weil man natürlich grundsätzlich hier schon Wasser oder ein Elektro-Pokémon haben kann. Ein Pflanzen oder ein Elektro-Pokémon. Oh mein Gott, ein Volltreffer. Gut, dass ich die Tränke eben noch gekauft habe. Das hilft mir jetzt sehr, weil ich möchte in die nächste Schlacht nicht unbedingt mit so dermaßen hinuntergesetzten KP geben. Denn ihr zweites Pokémon ist eins, das auch so berühmt-berüchtigt ist unter Spielern der ersten Generation und auch teilweise der dritten Generation. Gut, wir haben Level 18 erreicht, das freut mich. Und zwar ist ihr nächstes Pokémon ein Starmie. Starmie ist die entwickelte Form von Sterndu, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und Starmie kann Tackle und Aquaknarre, aber auch noch Härtner und Blubstrahl. Und Blubstrahl ist zu diesem Zeitpunkt durchaus eine starke Attacke. Wie gesagt, der Level von Starmie ist... Fick dich. Ist auch relativ hoch und jetzt muss ich wirklich gucken, was ich mache. Ich dachte, Pikachu wäre schneller. Aber sollte dem gleich nicht so sein. Oh, Tackle. Okay, gut. Starmie hat vor allem einen hohen Spezialangriff oder hier halt einen hohen Spezialwert generell, was natürlich auch dafür sorgt, dass es entsprechend hohe Verteidigung im Spezialbereich hat und ist ziemlich schnell. Ja. Und hat
Schon wieder ein Volltreffer? Meine Herren. Okay, jetzt müssen wir wirklich überlegen, was wir machen. Ich glaube, okay, sie hat eben X-Abwehr eingesetzt. Das hat Starmys Verteidigung um 2 Punkte erhöht. Okay, keine Chance. Hat es um 2 Stufen erhöht und nein, logisch. Kleinstein ist weg. Ich habe keinen Beleber, glaube ich. Ansonsten müsste ich Pikachu... Nein. Okay. Das läuft absolut gar nicht gut. Ich probiere es mal mit Fußkick. Aquaknarre. Hä? Darunia ist jetzt wirklich gerade unsere einzige... Okay, wenn es einmal... Warum treffe ich jetzt nicht mal? Meine Güte. Also Darunia ist gerade unsere einzige Chance. Aber nein, das wird nichts mehr. Also jetzt können wir wirklich noch gucken, dass wir umgebracht werden. Und das war das Ganze dann. Ich glaube... Ja, das war überhaupt nichts. Und jetzt fallen wir mal in Ohnmacht und sehen, wie das aussieht. Ja, haben jetzt auch nur noch halb so viel Geld wie vorher. Oder nee, ganz so viel haben wir, glaube ich, nicht verloren. Aber ja, okay. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt möchte ich einfach mal sagen, Pikachu lebt. Oh ja, also unsere Pokémon sind wieder geheilt. Das ist ja schön. Ja, gut, wir sind in Ohnmacht gefallen und das ist nicht so schön. Aber ja, ich glaube, Misty heben wir uns dann doch nochmal auf. Ich dachte, vielleicht können wir sie schon besiegen, aber dem war dann doch nicht so. Und das bedeutet, wir können jetzt erstmal... Ja, muss einsam sein, da drüben zu stehen. Wir können jetzt eigentlich auch erstmal weitergehen und kämpfen dann vielleicht nachher noch gegen Misty. Denn tatsächlich kann man die Arena von Azuria City auch erst zu einem späteren Zeitpunkt absolvieren. So, die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket. Machtlos, genau. Mit ihr hatte ich, glaube ich, schon mal geredet. Und dieses Haus wurde also ausgeraubt. Ja, und die wollen Schaufel haben für irgendeine Schandtat. Dieses gemeine Team Rocket hört ihr an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen, eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Ja. Und hier habe ich als Kind festgesteckt. Ich dachte, das hier wäre irgendwie ein Korb oder sowas oder ein Bild, das am... Ja, in der Mauer des Hauses ist oder an der Wand hängt. Und ich habe nicht kapiert, dass das hier ein Loch sein soll. Dementsprechend wusste ich nicht, wie ich weiterkommen soll. Ich hatte Misty besiegt, ich hatte Bill besucht und ich kam nicht weiter hier. Und habe dann, glaube ich, 5 oder 6 Mal neu gestartet, einfach von vorne angefangen. Hatte Spaß dabei, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, hier geht es weiter. Ich fühle mich deswegen auch durchaus dumm manchmal, muss ich dazu sagen. Aber ja, gehen wir dann wenigstens noch hier hin und haben einen Team Rocket Gegner. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Nee, nicht so wirklich. Denn immerhin gehörst du zu Team Rocket, hast so eine Rocket-Uniform und eine Mütze und eine Peitsche in der Hand, mit der du mich auspeitschen möchtest. Und er möchte kämpfen. Und du musst jetzt meine Frustration abbekommen darüber, dass ich gegen Misty verloren habe und super schnell trifft. Ja, endlich. Meine Güte. Also, das ist halt wirklich auch so eine doofe Sache, dass Fußkick und so eben, dass das alles nicht getroffen hat, hat mich echt gestört gerade. Einfach, weil ich auch dachte, ja, eigentlich, ne, in späteren Generationen ist das besser gemacht, aber hier haben die wenigsten Angriffe wirklich eine 100%ige Trefferchance und hinzu kommt, dass auch eine Trefferquote von 100% eben nicht 100% bedeutet, sondern 100 und das ist irgendwie so ein fixer Wert, der, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht 100% bedeutet, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Probieren wir es nochmal mit Superschall. Sehr gut, immerhin trifft das jetzt. Und wenn ich... Ah, ich glaube, nein. Ah, ein Volltreffer, das war ja mal wieder klar. Genau das Pech hatten wir eben auch. Nee, Pikachu, du bekommst jetzt keine zweite Chance. Ich setze lieber Darunia ein und der darf jetzt seinen eigenen Karateschlag einsetzen. Und dann ist das gut und schön und dann haben wir wenigstens... dieses Pokémon besiegt. Oh, Level 20, sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich jetzt den Brocken einsetzen möchte. Ich glaube ja. Traumato ist ein Psycho-Pokémon und geht eher so in die defensive Richtung. Im Gegensatz zu Abra zum Beispiel, das sehr, sehr offensiv ist. Und ich glaube, mit Mega-Heb können wir hier, war ein Glück, einiges ausrichten. Ja, und das kann uns einschläfern. Da habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Hypnose trifft eigentlich fast überhaupt nicht. Außer der Gegner hat sie natürlich, weil, ne... Bot-Support und so weiter. Ja, wovon rede ich? Genau, Bot-Support. Ah, Mist. Okay, Kleinstein, wenn du jetzt aufwachen könntest und Mega-Heap wird blockiert, das dachte ich mir schon fast. Ja, das Problem vom Brocken ist natürlich, dass er einfach, ja, so wenig Angriffe hat, die wirklich
eine hohe Trefferquote haben, beziehungsweise eigentlich gar keine. Selbst Tackle hat, glaube ich, nur 95, eine Trefferchance von 95 und das ist natürlich auch nicht schön. Wir werden nicht mehr blockiert, ist aber auch egal, weil wir eh einen anderen Angriff eingesetzt haben und ja. Ja, das wie ich kann, nervig sein. So. Und damit haben wir hier Level 19 und den Team Rocket-Typen besiegt. Okay, ich gebe auf, ich verschwinde. Ja. Okay, ich gebe die gestohlene TM zurück. Wir erhalten TM Nummer 28, Schaufler. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Und den Schaufler möchte ich auch gleich einsetzen. Ich hatte erst überlegt, dem Brocken den Schaufler beizubringen. Schaufler ist eine Attacke, die nur in der ersten Generation eine Stärke von 100 hat. Ist also ganz weit vorne mit anderen sehr, sehr starken Attacken. Danach wird sie erstmal in der zweiten und dritten Generation auf 60 runtergesetzt. Und dann hat sie inzwischen wieder eine Stärke von 80 bekommen. Wird in zwei Runden ausgeführt, in der ersten graben wir uns ein, in der zweiten wird sich wieder ausgebuddelt und ich möchte sie Darunia geben. Der Brocken würde an und für sich noch mehr rausbekommen, weil das eine, weil er auch ein Bodentyp ist und Attacken des gleichen Typs wie das Pokémon werden nochmal um 50% verstärkt. Das wäre also eine Stärke von 150, aber er kann stärker später eine bessere Bodenattacke lernen und ich dachte mir, Schaufel ist eine gute Attacke, gerade jetzt, wir können es sehr gut einsetzen bald. Und ich überlege gerade, ich glaube, Kratzer möchte ich dafür erstmal vergessen lassen. Weil wir haben Karateschlag und da brauchen wir keine andere Normalattacke und haben jetzt eine tolle Bodenattacke, mit der wir uns zum Beispiel gegen Elektro-Pokémon sehr gut zur Wehr setzen können. Und ja, ich wollte einfach so die Type-Coverage haben und unser süßes kleines Blutzeug jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen heilen geben. Aber meine Besten, ich denke, das reicht an der Stelle auch für eine Folge. Wir haben ein paar versteckte Items geholt, die wir vorher nicht gefunden hatten. Ich habe euch den Glitch einmal näher gebracht, den ich nicht mehr ausführen kann und wir haben kläglich gegen Misty versagt, aber am Ende wenigstens noch eine tolle TM bekommen und gegen Misty werden wir noch unsere Revanche haben. Hey, Rückschläge gehören zum Leben dazu. Aber ja, meine Besten, in dem Sinne würde ich mal sagen, werden unsere Pokémon geheilt werden. Ich bin Marc. Ich hoffe sehr, diese Folge von Pokémon Gelb hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.